Ausgelassene Stimmung und viele fröhliche Gesichter im Garten der Bayerischen Staatskanzlei. Kein Wunder, denn die Landesregierung hatte zu einem ganz besonderen Staatsempfang geladen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bedankte sich gemeinsam mit BFV-Präsident Christoph Kern, EM-Turnierdirektor Philipp Lahm und Martin Kallen von der UEFA bei den rund 1600 bayerischen Volunteers für ihren ehrenamtlichen Einsatz bei der Fußball-Europameisterschaft in Bayern. Ihr seid unsere Botschafter für Weltoffenheit und Gastfreundschaft. Es ist ein super Engagement. Ich habe gelesen, dass sich über 150.000 in Deutschland beworben haben. Insgesamt sind 16.000 ausgewählt worden, 1600 in München. Alle waren super, aber die bayerischen Volunteers waren schon wie die Besten, wenn ich das sage, oder? Waren schon wie die Besten. Der Empfang ist durchaus als enormes Zeichen der Wertschätzung einzuordnen, da Bayern das einzige Bundesland ist, das sich auf diese Art und Weise bei den freiwilligen Helfern bedankt hat. Eine Vorreiterrolle hat bei der Euro 2024 auch der Bayerische Fußballverband eingenommen. Während des gesamten Turniers hatte der BFV den Volunteers im Freistaat eigens ein umfangreiches Bildungsangebot bereitgestellt. Über 320 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bildeten sich in den vergangenen Wochen in 20 unterschiedlichen Themenfeldern rund um den Amateurfußball weiter. Der Bayerische Fußballverband ist ja der größte in Deutschland und auch immer der wichtigste, der immer vorangeht. Ich sehe das in den letzten 3-4 Jahren, habe ich das überall gesehen. Und ich finde das toll, dass der Bayerische Fußballverband so etwas ins Leben gerufen hat. Es hilft auch den Clubs, zusätzliche Volunteers zu bekommen in verschiedenen Branchen, wo man die Leute braucht, sei das als Trainer, sei das im Verein, im Vorstand oder als Betreuer oder in Kassier und so weiter. Wir sind sehr glücklich darüber. Ich finde es toll, der Bayerische Fußballverband ist wichtig, war selber in vielen Sportvereinen. Die Fußballer sind in jedem Verein fast die Herz und die Seele. Und deswegen freuen wir uns, wenn das gestärkt und gefördert wird. Denn wo sonst kommen die Talente her als von euch? Deswegen danke und weiter so. Stellvertretend für alle in der Landeshauptstadt aktiven Helferinnen und Helfer aus über 100 Nationen wurden in feierlichem Rahmen 5 Volunteers ausgezeichnet. Yiming Su aus China, Patricia Müller, Uwe Probul, Felix Schilling und Amelie Klein erhielten ihr Zertifikat und, so die Intention des BFV, tragen das neu gewonnene Wissen in ihre Clubs und stärken damit das ehrenamtliche Wirken nachhaltig. Der Bayerische Fußballverband heute hat sich bestens präsentiert. Die Volunteer-Aktion ist bestens angekommen. Der Ministerpräsident hat nur lobende und wertschätzende Worte gebracht für das Ehrenamt. Eine ganz tolle Sache. Und dass er natürlich auch gesehen hat, was wir in den letzten Wochen und Monaten geleistet haben, damit wir unseren Beitrag für diese tolle Veranstaltung für die Euro gebracht haben. Das ist auch toll. Und auch mein Dank gilt selbstverständlich dem Ministerpräsidenten, dass wir heute hier so einen hervorragenden Empfang auch bekommen haben. Super Volunteers, die einen einzigartigen Job hier in München gemacht haben, aber auch die Kollegen in ganz Deutschland. Es war wirklich das i-Tüpfchen für dieses Turnier und sie haben sehr gut die Euro 2024 repräsentiert, aber auch ihre Städte wie hier München oder ganz Deutschland. Kurz vorm Anpfiff sozusagen der Europameisterschaft habe ich das alles gespürt, was ihr einfach vertritt. Leidenschaft, Begeisterung, Freude, Offenheit, Hilfsbereitschaft. Das ist genau das, was wir in unserer Gesellschaft, vor allem bei den herausfordernden Zeiten, die wir jetzt haben, alle brauchen. Und ihr habt allen dieses Lächeln immer präsentiert, immer gezeigt und habt den anderen Menschen, die zu uns gereist sind, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und dafür herzlichen Dank. Amelie Klein hatte dabei sogar doppelt Grund zur Freude, denn die Studentin aus München feierte zudem auch noch ihren 21. Geburtstag. Mega cool, richtig coole Stimmung hier, auch viele Freunde schon wieder getroffen, also macht Spaß auf jeden Fall. Ich bin schon seit ich klein im Verein und so und meine Eltern und wie gesagt Geschwister immer aktiv und irgendwie hat sich die Frage gar nicht gestellt, sondern man ist irgendwie damit aufgewachsen, da ehrenamtlich aktiv zu sein, ja. Allgemein hat sich der Spielort München und insgesamt ganz Bayern während der Euro 2024 wieder einmal als weltoffener und sympathischer Gastgeber präsentiert. Entscheidenden Anteil daran hatten besonders die rund 1600 freiwilligen Helferinnen und Helfer, die sich spätestens jetzt als echte Vorbilder und wahre Europameister fühlen dürfen. Ich hoffe und wünsche mir, dass ihr auch weiterhin im Ehrenamt tätig bleibt, weil wir brauchen Menschen, die sich in unserer Gesellschaft engagieren, die mitgestalten, die anderen helfen, die andere unterstützen und somit Gemeinschaft erleben und erlebbar machen. Herzlichen Dank als Turnierdirektor, vielen Dank für euren tollen Einsatz.